Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 14 Karrieremodus. Ja, jetzt sind ein paar Tage her, seit ich das letzte Spiel aufgenommen habe. Ich gelobe Besserung. Also so schlecht wie letztes Mal kann es heute eigentlich nicht werden. Darf es auch nicht werden, weil wir spielen heute gegen Northampton Town. Und die sind vermutlich ein bisschen besser. Die stehen ja, glaube ich, auf Tabellenplatz 7. Ja, genau, die sind Siebter. Und im letzten Spiel gegen Dagenham, wo wir nun ein müdes 0:0 gespielt haben. Ja, da war nicht viel los. Und denken wir mal nominell schlechter. Jetzt wollen wir hier mal schauen. Ich habe so ein bisschen was. Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich heute mal ausprobieren könnte. Und zwar werde ich vielleicht mal ein bisschen rotieren da in der Mitte drin. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt werde ich hier mal meine Mannschaft motivieren. Ja, das muss man die ganze Mannschaft hier mal ein bisschen in den Arsch treten nach dem letzten Spiel. So, lassen wir mal kurz gucken. Jetzt haben wir hier zwei Updates. Aber die Updates, da wäre jetzt nichts viel Neues drinstehen hier. Joe Scouts ist zufrieden, ja. Und was hat er hier? Hat er auch ein Update aus Italien? Selber Update, ja. Joe Scouts, danke. Du bist ja ein Freaking. Gucken die mir beide gerade denselben Spieler an? Okay, so jetzt die Mannschaft, was ich umstellen will, was ich mal ausprobieren will, auch weil es seit dem letzten Spiel erst ein paar Tage her sind und nicht alle so fit sind, wie sie sein könnten. So, pass auf, jetzt muss ich hier mal. Boah. Eigentlich wollte ich jetzt Parslow draußen lassen und für den mal wirklich Chambers versuchen. Chambers ist ein linker Flügelläufer. Chambers ist ein linker Flügelläufer. Oh, das ist jetzt eine Moral. Ich muss ja die Energie sehen. Das wollte ich mir sehen. So, Colton ist da außen. Nee, pass auf. Also Colton für Chambers. Aber Chambers steht auf der falschen Seite, gell? Okay, nochmal ein Versuch. Es hat aber schon, hat noch nie geklappt hier. Ich versuch's trotzdem nochmal. Chambers und Fletcher getauscht. Fletcher ist ja ein gestürmter Rechter. Nee, ein gelernter Stürmer, so wollte ich sagen. Der spielt jetzt hier mal rechts, also rechts offensiv. Links offensiv spielt Chambers. Parslow und Puri bilden mein Mittelfeld. Ich bin nur nicht sicher, ob ich nicht vielleicht Platt lieber für Parslow spielen lasse, der nicht ganz fit ist. Fletcher ist auch ein Auswechselkandidat, aber dafür den habe ich jetzt ja dann Colson dabei. Cresswell. Was erlauben Cresswell? Na, der ist mir aber zu. Nee, ich will hier auf Milbank bauen, auf den jungen Stürmer da vorne, den Gesichtslosen. Will ich mag jetzt hier nicht Cresswell reinnehmen, ansonsten lassen wir es einfach mal so. So, und ich werde dann im Spiel direkt mal auf Offensive umstellen und mal gucken, was da so geht. Weil ich drauf baue, dass mir meine Abwehr die Sache dicht hält, auch wenn die ein, zwei Mal durchkommen sollten. Aber ich will nach vorne heute ein bisschen was machen. Ein paar mehr Chancen rausspielen. Nicht so schlecht dastehen wie beim letzten Mal. Weil das ist nämlich echt für den Popo. So, York City Chef, Fortschritt durch Konstanz. Ja, daran erinnert, dass Beständigkeit der Schlüssel zum Erfolg ist. Wir müssen konstante Leistungen auf dem Platz zeigen, egal wer der Gegner ist, erzählte der York City Trainer in der dieswöchigen Pressekonferenz. Ja, so sieht es nämlich aus. Sonst nützt es gegen ein Top-Team zu gewinnen und dann in der Folgewoche gegen einen Abstiegskandidaten zu verlieren. Ja. Ja, heute gegen Northampton zählt es. Da dürfen wir ruhig mal was zeigen. Ist auch ein Heimspiel. Ist vielleicht ganz gut. Jawohl, so spielen wir. Northampton in Schwarz. Hat hoffentlich keine Angst vor dem schwarzen Mann. The Football League. So, ein Heimspiel heute. Ein Heimspiel. Ich glaube, die Heimspiele, das sahen wir jetzt noch nicht immer so schlecht aus.
Und das wird sich hoffentlich auch heute nicht ändern. Wir sind jetzt aktuell noch Zweiter. Nachdem wir im letzten Spiel ja nur unentschieden gespielt hatten und Portsmouth im gleichen Spiel gewonnen hat, sind wir wieder auf Platz 2 abgerutscht, was es aber nicht schlecht sein muss. Also, ich sehe mich jetzt eh nicht so als die Top-Mannschaft hier in der Liga. Und da ist mir die Verfolgerrolle eigentlich auch lieber, als jetzt da jedes Mal Woche für Woche Bestleistung bringen zu müssen. Können wir ja nicht. Haben wir ja gesehen in der letzten Partie. Es ist immer mal so eine Partie dabei, wo es einfach nicht läuft. Und mal schauen, wie es heute ist. Mal schauen. So, wie gesagt, wir wollen heute mal gleich auf Offensive umstellen. In der Hoffnung, dass das vielleicht taugt. Natürlich darf man keine großen Abspielfehler machen, weil die werden dann wahrscheinlich bestraft. Uyibanyu baut da gleich mal so einen Bock ein. So, aber erstmal konnte er seinen Fehler wieder bereinigen. Der war abseits. Jetzt habe ich gedacht, der pfeift nicht, der Schiri. Der Linienrichter hat nämlich die Fahne gehoben, das habe ich gesehen. Ja, so einen knappen Meter war am Abseits. Der Linienrichter hat die Fahne gehoben, aber der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen irritiert. Ja, okay. Upsi. Komm, Schiri, steh hier nicht im Weg rum. Fifield. Ich weiß nicht, ob das taugt hier mit Fifield und Chambers. Ach nein! Buh, da hat der Abwehrspieler aber Glück gehabt, dass er da noch rangekommen ist an den Ball. Da wäre nämlich der Kfu, oder wer auch immer da war, schön durch gewesen. Aber jetzt heißt es erstmal Obacht geben. Jawohl, gut. Die Situation erstmal wieder bereinigt. So, Fletcher läuft weg. Das ist nicht gut. Jetzt darf er mal laufen. Kommt da noch ran. Jawohl. Plätt. Ach, probiert's einfach mal. Leider ein abgefälschter Schuss. Jetzt wenigstens mal einen Abschluss hier gesucht. Plätt. Ja, der Plätt könnte mal seine Chance heute nutzen, nachdem ich mal wieder von Beginn an aufstelle. Ist er aus der Mannschaft rausgefallen, als ich Puri dann in die Mitte reingenommen habe. Was ich jetzt da eigentlich ursprünglich heute auch für Chambers vorhatte. Das ist der Eckball. Oh, direkt der Gegenangriff eingeleitet, gell? Die haben ja auch einen Plätt. Fletcher. Und Chambers mit dem Tor. War das Chambers? Uff. Nee, war Puri. Da ist er mal mit nach vorne gekommen. Schön gespielt hier. Und der Pass war gut. Und Puri, ich habe endlich mal im richtigen Moment geschossen. Den Pass gegeben. Ach, der hat aber auch genau gepasst da. Fast noch an dem Pfosten. Ein schneller Spielzug. Und direkt mal ein Tor gemacht. Jawohl. Da freut er sich Puri. Eigentlich dachte ich, da oben ist Chambers. War aber nicht. War Puri. So, sein viertes Saisontor. Immerhin schon. Sein viertes Saisontor. Ich weiß gar nicht, wie viel das Spiel jetzt ist, heute ist in der Saison. Hab ich mal wieder nicht nachgeguckt. Jetzt lassen sie sich wieder ausspielen vom Abwehrspieler. Das ist jedes Mal so, gell? Was aber daran liegt, wie ich hier spiele. Ich tue viel zu viel Sprinten hier. Und dann kommen die auch nicht so schnell in den Ball. Aber manchmal klappt es dann doch! Wer ist denn das jetzt hier? Plätt scheitert am Torhüter. Nochmal Plätt! Nein, da kann er nicht. Kann er doch. Jetzt habe ich zu viel Zeit zum Überlegen gehabt, gerade in der Situation vorher, gell? Und Plätt kann es dann nicht machen. Der Kfu kann hier auf. Auf den wollte ich nicht spielen. Eigentlich habe ich gehofft, dass Chambers hier mitkommt.
Applett war das da hier. Und der Ball ist. Boah. Mal, kleines bisschen hektisch in manchen Situationen. Ach, da, genau. Chambers legt sich den Ball zu weit vor. Ja, das sind dann immer so diese technischen Unfeinheiten, die meine Spieler einfach nicht drauf haben. Also da fehlt es doch an einigen Ecken. Und den Ball nicht richtig angenommen. Ah! Und dann... Jetzt pfeift er mich zurück, warum denn das? Ach, Schiri. Guck mal, das möchte ich gerne mal sehen. Jetzt, was hat hier Oyebanyu gemacht? Oh, war er doch schon fast weg, der Ball. Komm ran, Ingham. Boff. Okay. Montrose. Oyebanyu. Puri. Dagfu. Schade. Neuaufbau. Über Montrose. Dagfu ist ein bisschen weit hinten da. Dagfu, was macht er so weit da hinten? Ein Stürmer. So, jetzt ist Puri da. Kann er dabei. Plätt. Und der nächste Schuss, den der Tormann halten darf. Oyebanyu. Und da verliert wieder einer den Ball. So, Montrose kann sich drüber schnappen. Jetzt gleich Halbzeit. Wir hatten zwei, drei wirklich dicke Chancen jetzt, auch noch nach dem Führungstor, die wir nicht nutzen konnten. Da pfeift er mich wieder zurück, gell? Mann, oh Mann. Ja, wie gesagt, zwei, drei wirklich dicke Chancen hier. Einmal Blatt allein vorm Tor, einmal Chambers allein vorm Tor. Aber beide Male hat der Tormann die Sache gut gemacht. Und so, dass es jetzt immer noch 1-0 steht. Es hätte auch schon 1-1 stehen können, nachdem Ingham da einmal diesen bösen Patzer gemacht hat beim Abstoß. Aber erstmal mit dem 1-0 können wir zufrieden sein. Jetzt schauen wir mal in der Halbzeit, ob ich was ändere. Und dann sind wir gleich zurück. Zur zweiten Halbzeit. So, erstmal unverändert zurück zur zweiten Halbzeit. Müssen wir mal schauen. Fletcher muss er wahrscheinlich früher oder später raus. Der ist nämlich hier schon ein bisschen angeschlagen. Der wird nicht ganz durchspielen können. Ich weiß, ich werde mit Chambers einfach nicht warm. Lauf doch nicht weg. Machen wir abseits, gell? Fletcher, jetzt muss ich mal auswechseln hier auch. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr mit Fletcher da oben. Das ist, ja, hier sehen wir es auch schon. Fletcher ist von der Energie her nicht mehr fit. Okay, Chambers raus und für den kommt jetzt Colson. Ja. Und Parslow übernimmt jetzt die Rolle von Montrose. Muss ich jetzt einfach machen, weil der ist ja nicht mehr fit und wenn er einmal dann mal nicht zur Stelle ist, dann haben wir die Sache, ist mal das Gegentor drin. Und das können wir uns eigentlich nicht erlauben. Es steht nur 1-0. Müssen wir auf Nummer sicher spielen jetzt hier. Wir lassen aber die offensive Aufstellung, weil es eigentlich so gut klappt. Ich muss nur aufpassen, falls die es dann mal gebacken kriegen und das Kontern anfangen, dann muss ich da was ändern. Weil das kann ich mir nicht erlauben. Ein, zweimal. Ja. Aber nicht auf Dauer. So, jetzt ist da keiner mehr dabei. Dagfu. Schade. Versucht hier Chambers zu schicken, aber Chambers ist einfach eine Null. So, Einwurf für die Gegner. Ja, gucken, ob hier Northampton noch irgendwas, ob denen noch was einfällt, ob die noch was riskieren vielleicht.
Müssen sie eigentlich, weil es steht ja nur. So, wer ist denn da? Keiner dabei, gell? Jetzt habe ich gedacht, den einen Schritt mache ich noch. Aber der Schritt war dann einer zu viel. Was macht denn da? McGurk, sowas kannst du nicht machen. Nein! Ach, meine F! Ja, du warst es. Muss ich ja nicht aufregen, Mann. So ein blödes Einsteigen hier. Kann nicht sein. Wer war denn das jetzt? McGurk. Ach, tritt da dem Mann auf den Fuß. Kann er doch nicht machen, da im 16 Meter auch noch. Ingham. Hält er jetzt auch den vierten Elfmeter der Saison? Ah, aufregen könnte ich mich da jetzt schon wieder. Meine Güte. So. Jetzt macht er im Nachschuss den Ball rein. Ey, so ein verdammter Mist. Alle Elfmeter. Sämtliche Elfmeter die Saison, die wir kassiert haben, waren durch so total dämliche Situationen. Was? Ich verstehe es nicht. Und Ingham, steh doch einfach auf, ey. Oh. Da bleibt er liegen und guckt, wie der Ball rumkugelt. Oh Mann, du. Und McGurk, ey, ein riesiger Patzer. Das darf dem Mann eigentlich nicht passieren. Oh je, Bann. Jetzt müssen wir hier nochmal was zeigen, wa? Jungs. Nicht wieder so. Boah, ist nichts dabei, mit was ich spielen kann, gell? So, okay, mal über diese Seite hier. Parslow, Coulson, oh je, Bann. Soll nicht weglaufen? Puri? Da ist kein Mann dabei, den er anspielen kann, gell? Nix ist da dabei. Da kommt aber auch keiner mit nach vorne mal. Ich meine, da kann Puri auch nichts machen. So, jetzt. Ja, jetzt war er am Abseits gestanden. So, ja, leck. Was machen? Och Gott. Vielleicht, ich könnte natürlich mal, das habe ich mir vorhin schon überlegt, einmal auch mal die Formation ändern und dann mit, keine Ahnung, mit einem zweiten Stürmer spielen. So, pfeift er mal nicht ab. Gut. Für mich mal nicht. Oh Mann. So, wo sind jetzt unsere gefährlichen Netz? Ich glaube, jetzt ist, glaube ich, der Punkt erreicht, wo ich dann doch mal wieder auf ausgeglichen zurückschalten muss. Oder? Chambers? Coulson? Parslow versucht hier zu schießen, wird aber abgeblockt. Nee, ich lasse ihn mal auf offensiv. Weil alles andere auch nichts bringt hier. Kann er den Pass nicht einfach in den Lauf spielen? Nee, dafür klicke ich doch diese diese blöde Taste. Und wenn das bitte einer mal rangehen würde. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon, wo einfach kein Spieler ausgewählt wird, der auch da an den Ball rangehen könnte. So, Puri. Aber Doug Fu ist da auch nicht mehr fit genug. Vielleicht sollte ich Doug Fu nochmal rausnehmen. Ich meine, gebracht hat er jetzt nichts. Doug Fu, wa? Hopp, schneller Wechsel. Ja, wir müssen jetzt nicht sehen, wie er reinläuft. So, und jetzt vielleicht nochmal. Komm, eine Chance. Es wäre mal schön, wenn der Knoten von Milbank irgendwann mal platzen würde. Heute wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ich meine, wir haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt unverdient wäre, wenn wir heute noch ein Tor machen.
Weil wir hatten gerade in der ersten Halbzeit so viele Chancen. Also, so viele ist jetzt übertrieben, aber wir hatten echt die besseren Chancen hier. Platt und Chambers alleine vorm Tor. So, Parslow. Kann sich hier mal. Da wollte ich nicht hinspielen, gell? Für Field. Milbank. Kann er schießen? Er schießt! Er trifft! Er trifft! Ah! Ah. Milbank. Milbank nutzt seine Chance. Ein spätes Tor. Da war er fast schon weg, aber er bleibt dran, Milbank, und schnappt sich die Kugel. Und da ist er mal nicht energisch genug gestört worden und kann es wirklich machen. Ja, da kam der Abwehrspieler einen Schritt zu spät. Einen Schritt zu spät. Und dann macht er sein erstes Saisontor. Milbank, erstes Saisontor. Ja. Man glaubt es nicht, gell? So, jetzt stelle ich hier jetzt sogar ausgeglichen über zurück. Wobei ich ja fast. Vielleicht. Kommt jetzt ja. Nochmal was hier von Northampton. Vielleicht kann aber auch Milbank. Schade. Hat den Ball nochmal quer gelegt hier. So. Ist aber hier nichts mehr viel zu machen, gell? Wir versuchen ein bisschen klein-klein zu spielen. Platt. Nochmal mit der mal gucken. Nochmal eine Torchance. So, jetzt haben wir es aber auch. Hätte ich einen. Ja, natürlich hätte ich ihn nochmal runterlegen können. Doug Fu kam da nämlich reingelaufen. Aber so schnell habe ich da nicht mehr drauf geachtet. So, nochmal Eckball. Aber der Tormann hat ihn. Der war ein bisschen zu ungefährlich hier. Spiel ist aus. Das Spiel ist aus und wir gewinnen 2-1. Oh, durch ein Tor in der 91. Minute von Milbank. Habe ich schon fast nicht mehr mit gerechnet. Nachdem die zweite Halbzeit wirklich komplett gegen uns lief. Hornby hier mit dem Ausgleich durch den Nachschuss im Elfmeter. Boah. Wir hatten schon. Ey, wir hatten gerade in der ersten Halbzeit so viele Sachen, die wir haben liegen lassen. Platt frei vorm Tor, habe ich noch zu lange überlegt. Chambers einmal frei vorm Tor. Zum Glück ist Puri dann doch, also seit ich ihn da in die Mitte mit zentralere Rolle reingenommen habe, ist er wirklich um Längen besser und hat, glaube ich, auch seitdem hier seine 4 Tore gemacht. So, hier Platt. Oh. Da kriegt der Tormann noch die Fahrhülse raus, das Fahrgestell. Und hier McGurk, okay, wenn ich. Wie doof kann man denn in den Zweikampf reingehen? Das war ja Boateng-Style, war das ja. Ja, und Ingham dann den Nachschuss kann er nichts mehr machen. Da war er dann zu langsam. Aber Milbank setzt die Kugel dann doch noch ins Tor rein. Sodass wir tatsächlich 2-1 gewinnen. Und Blatt hat dann noch eine Chance, kurz vor Schluss. Dann war der Tormann aber auch wieder dran. Also wir haben es uns wirklich erkämpft, den Sieg. Nachdem wir die erste Halbzeit eigentlich dominiert hatten, haben wir in der zweiten Halbzeit dann noch das Beste draus gemacht. So, jetzt haben wir hoffentlich mal ein paar Tage Pause vor dem ersten Spiel, damit sich die Leute mal alle ein bisschen erholen können. Portsmouth hat auch wieder gewonnen, 2-0. Ja, die machen einen Durchmarsch, ey. Nee, doch wieder nur 3 Tage Pause. Ah. Und dann steht das Rückspiel an gegen Fleetwood Town. Nee, Runde 2 im FA Cup gegen Fleetwood Town. Oh, Runde 2 im Flieger. FA Cup. Okay, nächste Runde FA Cup in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid auch da dabei. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen heute und dann wünsche ich euch schöne Tage. Bis dann. Ciao, ciao.